Das Bundeskabinett hat eine neue Ernährungsstrategie beschlossen. Der Entwurf von Landwirtschafts- und Ernährungsminister Cem Özdemir trägt den Titel Gutes Essen für Deutschland und soll unter anderem den Konsum gesünderer Lebensmittel fördern. Die Strategie bündele etwa 90 geplante und bereits bestehende Maßnahmen, die gutes Essen für alle Menschen in Deutschland leichter machen solle, teilte Özdemirs Ministerium mit. Unter anderem wird angestrebt, dass mehr Bio- und regionale Lebensmittel konsumiert und in Kantinen und Mensen angeboten werden. Zudem soll insgesamt mehr pflanzenbasiertes Essen und weniger Fleisch verzehrt werden. Auch die Verschwendung von Lebensmitteln soll reduziert werden. Wir wollen gutes Essen für alle Menschen in unserem Land. Wir wollen es ihnen leichter machen. Gut heißt, das muss man ja erklären, was damit gemeint ist, für die Gesundheit, gut für uns selber, gut für den Planeten. Und ich sage das nochmals ausdrücklich dazu, bin ja auch Ernährungsminister, es darf auch gut schmecken. Leckeres und gesundes Essen dürfe nicht vom Geldbeutel oder der Herkunft abhängen, sagte Özdemir. Derzeit werde es Menschen, die im Alltag Lebensmittel essen oder kaufen, schwer gemacht, sich gesund und nachhaltig zu ernähren. Entscheiden, was schließlich im Einkaufswagen, im Kühlschrank oder im Kochtopf lande, müsse jeder selbst. Da habe niemand jemanden etwas vorzuschreiben, sagte der Grünen-Politiker.